Elsie wollte im Stehen Pipi machen, wie ihre 5 Brüder. Das ging ganz schön daneben. Samstag war immer Badetag. Mutter hatte den Badeofen angeheizt. Zuerst sollten Jörg und Uli, die beiden Großen, ins Wasser. Dann die 2 Mittleren, Veit und Tin. Mit dem kleinen Stefan. Und schließlich Elsie. Allein. Allein? Kaum war Mutter draußen, schon sprang Elsie in die Wanne. Zusammenbaden macht nämlich viel mehr Spaß. Beeilt euch. Wir wollen Kaffee trinken. Es gibt frischen Kuchen dazu. Ich muss aber noch Pipi. Auch die anderen mussten schnell noch mal aufs Klo. Draußen pfiff der kalte Wind. Man hörte es durch die Kloschüssel. Das Klo hatte nämlich einen Trichter, der draußen an der Hauswand in ein Rohr überging. Unten endete das Rohr über einer Grube. Ich will auch im Stehen Pipi machen. Du bist ein Mädchen. Das kannst du nicht. Kann ich doch. Und dann passierte es. Hä? Elsie fiel mit beiden Beinen ins Klo hinein. Elsie ist ins Klo gerutscht. Das darf doch nicht wahr sein. Elsie steckte im Klo fest. Muss Elsie jetzt immer da drin bleiben? Red keinen Unsinn. Hallo? Wo steckt ihr denn? Elsie steckt im Klo. Mir ist kalt. Na, dann komm lieber da raus. Das kann sie nicht. Ach was, mach dich mal ganz dünn. Vater zerrte und zerrte, doch Elsie klemmte. Nun waren alle ratlos. Ich will endlich raus. Mir ist kalt. Meine Beine sind schon aufs Eis. Da fiel Mutter ein, das Klo war ja nach unten hin offen. Und draußen herrschte scharfer Frost. Unternimm endlich was. Und ihr anderen steht nicht rum. Zieht euch an und bringt mir was Warmes für Elsie. Schnell wurde Elsie warm eingepackt. Danke. Vater hatte seine Werkzeugkiste geholt. Wo steckte nur der Schraubenschlüssel? Vater, schraub dich ab. Dann tragen wir dich ins Zimmer. Kriegst du Kaffee und Kuchen. Mutter versuchte, den Klempner zu erreichen. Doch der nahm nicht ab. Sie schickte Jörg und Uli los, um den Klempner zu holen. Tschüss. Sie liefen so schnell sie nur konnten. Au, unten wird es ganz heiß. Meine Beine verbrennen. Nun fantasiert das arme Kind auch noch. Aber Elsie fantasierte überhaupt nicht. Auch Tin und Veit wollten helfen. Seid ihr denn verrückt geworden? Das konnte gefährlich werden. Ach, Mist, das auch noch. Der Schlüssel. Papa, der Klempner ist da. Da waren schon Jörg und Uli mit dem Klempner. Ich werde das Rohr runterreißen. So kommen wir von unten an Elsie ran. Dann stemme ich die Diele auf und so kommen wir auch von oben an sie ran. Das wird uns das ganze Haus zerstören. Gibt es keinen anderen Weg? Stefan, der Kleinste von allen, konnte nicht länger bloß zuschauen. Soll ich mal versuchen? Mhm. Und so nahm der kleine Stefan den großen Hammer. Er holte ganz weit aus. Er zielte und... Was war das? Die Kloschüssel brach. Elsie sprang wie ein Küken aus dem Frühstücksei. Das Wasser in der Badewanne war noch heiß. So wurde Elsie ordentlich aufgewärmt. Dann gab es endlich für alle Kaffee und Kuchen. Natürlich auch für den Klempner. Gleich Montag bringe ich euch ein neues, modernes Klo. Dann kann ich im Stehen Pipi machen. Aber Elsie,